I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ey, feeling like Whitney. 11 Team Sports Family, hier ist der Nelson. Wir befinden uns hier heute im Stadio Algarve, im Faro. Fragt euch wahrscheinlich, was macht der jetzt im Faro? Ich sag euch, warum ich hier bin. Boom! Die neueste Innovation von Nike, den Tempo 9. Dreht sich nicht nur allein um den Schuh, sondern da gehört auch noch ein Spieler dazu. Welcher Spieler uns gleich noch besuchen wird, ist kein geringer als Virgil van Dijk, Mr. Tiempo himself. Nice to meet you. Yes. How is life weather? It's good? Beautiful. Beautiful? Beautiful. You nice weather. For sure. We're chilling. Yeah. Together. Nah, yeah, it's good. I've got some questions for you. And let's start with this. On the pitch, you radiate a lot of calmness and self-confidence. What's your secret recipe for your dominant and serene playing style? I don't really have a recipe, but I try to look calm, I think, at times, because it's every game, it's so hard. It's tough, different strikers. For sure. Difficult strikers, difficult teams you play against, and you have to be ready every game for a battle. Let's go with the next one. Tempo is a boot for legends. Which players inspires the young Virgil back then, and which players inspires you today? Ronaldinho. For sure. Yeah, he was my legend. I remember him wearing the white Tempo with the with the gold and the R10 on it. Yes, I had the futsal boots, and I wore them to school back in the days and trying to recreate them and stuff. So yeah, he was definitely the man. The last question. Obviously, the new Tempo feels great. The boots are incredible light, and you can sense comfort and great touch. How do you feel about it? I feel good about it. Hopefully, me and the boot can create a lot of fantastic moments together. Do we gonna see more free kicks? Well, hopefully in the future. But the lucky thing and the good thing we have at Liverpool, for example, is that we have good free kick takers. You know, sure. We have players who can score, and then I don't need to mix up with it. Okay. So, you know, everyone knows their strength. Everyone knows what they're good at, and I know I can hit a free kick. But I know there are some players that could be better than me, so I let them do the job for now. Hopefully, in the future, you never know. Okay. Wie ihr seht, das Upper hier vorne ist ziemlich schmäler geworden. Hier an der Innenseite die Soft Pone Pots für ein besseres Passspiel, damit der Touch halt einfach dementsprechend Komfort wird. Hier vorne genauso Soft Pone Pots für den besseren Touch. Aber ganz besonders für mich finde ich hier das Komfort hier vorne oben an der Zunge macht diesen Schuh einfach schmäler, einfach sexy. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, beim neuen Tempo 9 ist das Positioning ganz neu definiert. Nicht nur der klassische Innenverteidiger wird darin spielen, sondern halt auch der Mittelfeldspieler, der Außenbahnspieler, eventuell auch der ein oder andere Stürmer. Ich hoffe, ich konnte euch Virgil ein bisschen näher bringen. Ihr konntet neue Kenntnisse über ihn als Menschen erfahren. Und gerne würde ich von euch erfahren, was wollt ihr auf unserem Kanal sehen? Wen sollen wir als nächstes besuchen? Mit wem sollen wir eine Challenge machen? Schreibt einfach unten in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ich bin raus, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.